Hey und willkommen zu einer kleinen Runde Bloons Tower Defense 6. Bewerte den Part und viel Spaß. Ich werde heute endlich mal, obwohl ich das normalerweise schon 18 Level machen könnte, meine Talentpunkte verteilen. Es gibt ja hier verschiedene Kategorien und ich guck mich jetzt einfach mal um. Also ich glaube zum Beispiel, dass das Heldenwissen jetzt nicht so toll ist, dass die schneller angreifen oder mehr Schaden machen. Der Ausstoß der Nagelfabrik steigt um einen Nagel. Wachtürme halten länger als üblich. Boah, dieses Teil hier ist ja komplett auf die Nagelfabrik ausgelegt. Ja, ich mach das. Ein Nagel mehr, dass die mehr produzieren. Dann ziemlich geschreddert. Nägel von Moab-Schreddern richten bei Bloons der Moab-Klasse plus 1 Schaden an. Ach, ich kann das gar nicht skillen. Ich muss sogar noch was anderes lernen. Kosten für Plantagen und Dorf um 2% reduziert. Aber lohnt sich das? Das Upgrade für wertvolle Bananen wird auf 30% erhöht. Ja, okay. Dann nehme ich das auch noch mit. Ich muss doch 4 weitere Punkte hier verteilen, um da rein zu skillen. Auch Menno. Was ist das da? Mehr Erfahrung für Affen. Nee. Die erste Bananenfarm in jedem Spiel kostet 100 weniger. Okay. Und in den anderen Bäumen? Heldenwissen. Nee, das wollen wir ja nicht. Kräftewissen. Nagelsperren haben 21 Nägel. Ach, was soll's. Dann nehme ich das jetzt auch. Längere Haltbarkeit der Geschosse von Wurfpfeilaffen, Bombenwerfern, Reißnagelwerfern und Klebstoffschützen. Das werde ich jetzt nehmen, weil ich dadurch Verfragmentierung lernen kann. Splitterbomben erhalten 2 Zusatzsplitter. Und was ist im anderen Baum? Militärwissen. Affenflieger, Ass und Hubschrauberpilt erhalten plus 1 Platzen pro Schuss. Gerne. Dann nehme ich das. Freibeuteraffen und Affen-U-Boot erhalten plus 1 Platzen pro Schuss. Dann hole ich mir noch das Elite-Militärtraining. Alle Militäraffen erhalten einmalig plus 1000 EP und verdienen EP im Spiel dauerhaft um 5% schneller. Aber auch nur, weil ich das hier will. Scharfschützentreffer bei Keramikbloons verlangsamen diese für kurze Zeit. Und was soll das bedeuten? Heißes Zeug erscheint jede Sekunde. Was? Egal, erstmal Rasierotorblätter lassen Bloons schneller platzen. Was zur Hölle? Alle Bloons der Moab-Klasse erscheinen in teilweise beschädigtem Zustand. Dafür brauche ich U-Boot-Admiral. Ah ja, das ist das. Und Meisterverteidiger ist bestimmt das da, ne? Ja, genau. Ballistische Raketen verursachen mehr Schaden bei Keramikbloons. Okay, danke. Und dann noch extra heißes Zeug, weil ich nicht checke, was das ist. Verstümmelmorb-Kosten um 1000 reduziert. Auch kein Plan, was das sein soll. Aber ich nehm's. Lässt Luftdetonationspfeile sich in 4 statt 3 Pfeile teilen. Das nehme ich dann auch. Cool. Das war's dann erstmal. Dann können wir in die Runde. Ich hab's ja auch schon in der letzten Runde angekündigt. Ich werde heute ein Experiment starten und so viele Nagelfabriken wie möglich platzieren. Aber wo wäre das am besten? Aber es gab ja auch Maps, wo die mehrfach an einer Stelle vorbei sind. Zum Beispiel hier, Ende der Straße. Ja, okay. Auf schwer. Magic. Nur Zauberaffen. Alternative Bloonrunden. Hä? Was? Ach so. Alles passiert ja immer in einem gewissen Schema. Keine Ahnung, die Getarnten kommen in Runde 15, das erste Schiff kommt in Runde 40. Und das ist jetzt anders? Ich bin mal gespannt, ne? Habe ich hier irgendwie vielleicht ein Gratis-Ding? Ja, hätte ich schon, aber nicht das, was ich will. Mann, ich brauche ein bisschen Geld. Ich gönn mir einmal Geld. Hallo Leute, eure Geilo-Maschine ist back. In der heutigen Produktplatzierung stelle ich euch das Strategiespiel State of Survival vor, in dem es darum geht, in einer von Zombies verseuchten Stadt zu überleben. Dabei entwickelt ihr eure eigene Siedlung, geht Bündnisse ein und vernichtet so eure Feinde. Das Spiel bietet dabei allerlei coole Events, in denen ihr verschiedene Belohnungen abstauben könnt. Da es sich außerdem um ein Mobile Game handelt, ist es das perfekte Spiel, um unterwegs ein paar Zombies wegzuklatschen. Im Gegensatz zu vielen anderen Strategiespielen baut State of Survival zudem auf interessante Tower Defense Mechaniken. Im Verlauf des Spiels versteckt sich auch das eine oder andere Geheimnis, weswegen ihr jede Zeile sorgfältig durchlesen solltet, falls ihr auf abgedrehte Spieltheorien steht. Außerdem könnt ihr im Forscherpfad selbst gegen einen Haufen von Untoten ankämpfen. Solltet ihr jetzt richtig Lust bekommen haben, ein paar Zombies umzuklatschen, könnt ihr einen Blick in die Videobeschreibung werfen und euch das Spiel kostenlos über den Link patreon.me/germanletsplaysos herunterladen.
verwendet dabei doch gerne meinen Creator-Code FINALHOOP, um ein Starterpaket für das Spiel im Wert von 300€ einzulösen. Also wenn das nicht mal Geilomatico klingt, wer das Spiel über den Link in der Beschreibung herunterlädt, nimmt außerdem automatisch an einem Gewinnspiel teil. Unter allen Teilnehmern verlose ich eine PS4 und eine von 20 verfügbaren 50€ Geschenkgutscheinen für Amazon, ebenso wie 10 Dolier und Controllerkissen aus meinem Shop. Die Teilnahmebedingungen dafür findet ihr wie alles andere in der Videobeschreibung. Zu guter Letzt noch einmal vielen Dank an State of Survival für die tolle Produktplatzierung. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest von Bloons Tower Defense. Ich gönn mir einmal Geld und stelle dann direkt hier einen. Oh oh, beeil dich bitte. Alter, wie knapp ist das denn? Schaffst du das? Du bist eine absolute Killermaschine. Und bei dem gehe ich jetzt auf heiße Nägel und auf den Moab-Schredder. Ja, schnellere Produktion, heiße Nägel, Spitze. Also man muss sagen, der ist schon wirklich nice. Und jetzt sind schon die ersten Getarnten da. Gut, dass der dagegen vorgehen kann. Aber ich spare jetzt erstmal, ich kaufe jetzt gar nichts mehr. Ich hole mir jetzt erstmal Fettrabatt vom Affendorf. Jetzt so ein bisschen Rabatt kaufen und schon bin ich glücklich. Jetzt, komm, oh, da ist es. Ich habe gerade auch ein bisschen Angst vor dem Schiff, weil das könnte ja jetzt jederzeit schon kommen. Ich weiß ja nicht, was abgeht. Ich habe jetzt gleich auch genug Geld für das nächste Affendorf. Was sind das da? Was passiert hier? Da gehen ein paar durch. Okay, alles klar, alles klar. Aber es gab doch auch ein Upgrade. Wo ist es denn? Das hier meinte ich. Nägel halten viel länger und können eine Runde übertragen werden. Stimmt, vor allem am Anfang. Aber ich setze schon wieder gut Prioritäten. Das Einzige, was ich mache, ist das Affendorf upgraden. Und nicht meine einzige Waffe gegen die Bloons. Ja, jetzt habe ich Rabatt. Mehr wollte ich doch gar nicht. Und den skill ich jetzt auf Moab Shredder und... Ach, geht ja gar nicht. Stimmt, ich trottel. Nee, dann war das doch richtig. Hier an den Anfang Moab Shredder und heiße Nägel. Moab Shredder, ich hab's. Oh, nice. Jetzt nur noch größere Haufen. Oh Gott, die kommen schon wieder durch. Da, größere Haufen. Hör doch auf. Könnt ihr mal schneller produzieren? Nein, sie rattern durch. Hilfe. Nein. Ich glaube, was ja auch noch ganz gut tun würde, wäre ein Eisaffe. Ich packe jetzt mal hier. Oder ans Ende. Ich weiß nicht. Ne, ich pack euch mal hier hin. Da einen hin, den ich dann auf diese langlebigen Dinger skille. Ja, der ist jetzt echt ein bisschen blöd gestellt, ne? Vielleicht kriegt der sogar noch was vom Dorf ab. Warte mal. Ja, komm, ich mach's so. Kommt der halt da hin. Das erste Schiff! Oh oh. Ja, sieht gut aus, genau. Alter, wie nice. Sie sind einfach eine Stunde gefroren und in der Zeit produzieren die hier. Junge, Eisbloons in Verbindung damit. Geisteskrank. So, wenn die Runde jetzt vorbei ist, dann dürften da vielleicht noch ein paar stehen. Allerdings nicht, wenn ihr gerade so die Party abgeht. Alter, sie gehen durch. Alles klar. Hilfe. Hilfe. Nein. Nein, arbeitet doch schneller. Ich hasse euch. Ich kaufe mir dann jetzt arktischer Wind, damit der Eisaffe noch stärker wird. Und jetzt fasse ich erstmal gar nichts mehr an. Ich will nämlich schon die ganze Zeit die Affenstadt kaufen, damit alle Affen im Umkreis mehr Geld mit ihren Kills machen. Tödliche Nägel. Ich muss irgendwas bauen, ne? Ich bin hier gleich komplett aufgeschmissen. Sieht nicht so lecker aus, aber es hält sich noch im Rahmen. Jetzt mache ich mehr Geld. Und weil ich noch mehr Geld haben will, hole ich auch noch... Achso, ich könnte meinen DJ holen, ne? Ja, komm. So, aber ich wollte den Alchemisten. Das ist ja nice. Was eine coole Stelle. Na komm, Alchemist. Spur zum Gold und dann auch noch Gummi zu Gold. Und bei dem Jungen tödliche Nägel. Und ich kann Permastacheln lernen. Cool. Was ist denn... Ach, das da. Oh. Die Nägel sind unfast permanent vorhanden. Erzeugt gigantisch explodierende Nagelminen, die beinahe alles vernichten. Klingt alles gut. Ich nehme die Superminen. Alter, was ist das denn? Und vor allem, wie teuer ist das? Das ist doch nicht dein Ernst. Superminen. 189.000. Woher soll ich denn 190.000 bekommen? Das mache ich ja nicht mal in den 80 Runden. Ja, okay.
dann fange ich jetzt damit an, hier Bananenplantagen hinzubauen. Wie vollgestellt da alles ist. Nice. Ich kann doch mal in was anderes reinscalen. Ein zentraler Affenhandelspunkt bringt jede Runde kolossale Einnahmen. Das da in der Mitte klingt komplett dumm. Dass ich 10.000 Dollar bekomme, die ich dann wieder zurückzahlen muss. Habe ich nicht eh genug Erfahrung, um alles zu holen? Ja, Tatsache. Alter. Dann hole ich mir jetzt noch einen, ne? Hier. Oh, ein Schiff. Mach mal bitte was dagegen. Ich bin gerade beschäftigt. Easy Sammlung. Der Sammelradius von Bananen ist größer. Für Affenbanken. Leuchtet, wenn Bank voll ist und zum Einsammeln bereit ist. Bananenrettung. Nicht eingesammelte Bananen werden für die Hälfte der Summe automatisch eingesammelt. Dann Marktplatz. Generiert jede Runde Geld und fügt es deiner Gesamtsumme hinzu. Kein Witz. Soll ich da einfach noch einen hinstellen? Ich meine, ich kann es mir erlauben, ne? Einfach so. Zentralmarkt. Bringt dir haufenweise Geld jede Runde ein und Handelsschiffen plus 10% Einkommen. Genau, und bei dem Jungen dann wieder auf das untere und auf das mittlere. Moab, Kleber. Ich habe sogar genug Erfahrung. Schonungsloser Kleber. Oh ja. Hab aber leider nicht genug Geld dafür. Ein Schiff. Hallo. Gut, dass ich gerade den Klebmenschen geholt habe. So, und was macht das? Geplatzte Bloons, die verklebt wurden, hinterlassen einen Tropfen Klebstoff auf der Strecke. Boah, komm schon, ich muss die Bananenstauden upgraden. Ich will in meiner Nagelfabrikrunde das fetteste Nagelfabrik-Upgrade sehen. Ist halt nur ein bisschen teuer, ne, mit seinen 190.000. Und der hat ja auch schon zweimal den Rabatt, oder nicht? Ja, klar. Ach ja, da steht ja sogar dran, wie viel das bisher gebracht hat. 10.000. Ah, bisher hat sich das nicht gelohnt. Ich habe dafür schon bei weitem mehr ausgegeben. Ich muss wahrscheinlich ins freie Spiel gehen, um die 190.000 zu erreichen, aber ich denke, das geht. Hier, jetzt haben wir genug. Jetzt muss ich eigentlich nur noch warten. Alter, nein, die Schiffe. Guckt euch das an. Er hackt sich zwar rein, aber es bringt nichts. Leute, nein. Es reicht. So, jetzt gleich kann ich mir das Wall Street Ding holen. Fehlt nicht mehr viel. Ja, ja, ja. Und Affen Wall Street. Krass. Also das muss jetzt wirklich einiges an Geld abwerfen. Sagen wir mal, ich habe so 90.000 dafür ausgegeben. Und bisher nur 23.000 eingenommen. Ja, nee, macht Sinn, ne? Die Viecher schießen da ja die ganze Zeit diese Anti-Schiff-Stachels hin. Und wenn die dann bis nach rechts gefahren sind und dann wieder nach links, haben die ja schon wieder 100 neue dahingesetzt. Oh, oh. Ja, doch, da kam ein bisschen was. Aber das dauert ewig, bis sich das mal rechnet. Ich würde hier 20 bekommen. Da auch. Und da 62. Das wären schon mal 100.000. Also viel Geld fehlt gar nicht mehr. Oh, Level up. Danke. Sehr freundlich. Größere Haufen. Und dann hole ich mir hier auch nochmal die Fähigkeit. Genau wie da. Das kostet ja fast nichts. Und da auch noch. Ja, und das war offenbar sehr weise. Alter, was geht denn jetzt ab? Guckt euch das an! Alles klar. Also wenn ihr da durchkommt, dann Gratulation. Dann hole ich hier nochmal Nagelsturm. Setze es direkt nochmal ein. Und da kommt auf einmal so ein richtig fettes. Alles klar. Da ist auch schon der Endboss. Obwohl gerade ja auch schon so ein Schiff kam. Ja. So, freies Spiel. 2000 Jahre später. So, und ich habe genug. Dann hole ich mir jetzt die Supermin. Erzeugt gigantisch explodierende Nagelminen, die beinahe alles vernichten. Ja, man sieht sie. Ja, klar. Was war... Was zur Hölle? Wie krank ist das denn? Ey, die... Gehen da einmal gegen und das Schiff ist down. Ich hab einfach gewonnen. Und der hat ja auch mega lange Zeit, hier irgendwas hinzustellen, weil er so weit rechts ist. Jetzt bin ich gespannt, wann ich sterben werde. Ich drücke einfach mal durch. Oh nein, das lilane Schiff geht durch. Was mache ich denn jetzt? Vielleicht 3000 Fähigkeiten benutzen. Niederlage, was? Es ist immer dasselbe, ne? Man ist gerade beschäftigt, hat gerade noch alles wegrasiert. Und dann liegt man im Dreck.
Okay. Dann bewertet den Part, schaut noch in die Videobeschreibung, da sind ganz viele tolle Sachen verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.